Moin, moin, liebe Diablo-Freunde. Ja, wir sind wieder hier am Start mit Surkus. Ich bin der Clooney von der Gamer Group Hamburg und wir sind bei der Quest stehen geblieben. Was heißt bei der Quest stehen geblieben? Wir nehmen jetzt eine neue Quest an und zwar die von Leutnant Lavail. Aus der Waffenkammer waren entsetzliche Geräusche zu hören. Also ist Tyrael losgegangen, um herauszufinden, was dort vor sich geht. Er hat gesagt, dass ich euch dorthin schicken soll, falls ihr zurückkommt. Ja, dann gehen wir doch glatt zur Waffenkammer. Wenn wir zurückkommen. Und wir kommen zurück, ihr werdet uns nicht so einfach los. Achso, haben wir überhaupt Sachen verkauft? Alles verkauft. Nice! Ich verliere die Kontrolle! Oh. Oh ja, was machst du da? Alles gut machst hast du. Okay. Hülle die Schreckensbrot. Ah ja, geil, meine neuen Zauber. Ja, Samion. Greif sie alle an. Muss ich erstmal dran gewöhnen. Was habe ich denn hier nochmal? Zwei. Also, zack, da opfer ich den. Ich brauche mehr Zeit. Drei ist das. Vier, mein Koloss. Der bleibt mir im... Boah, Alter, das ist aber auch wirklich ein Koloss, doch. Der hat den Namen wirklich verdient. Gut, sprechen wir mal Lea an, was mit der los ist, warum die ihre Macht nicht mehr unter Kontrolle hat. Der Seelenstein scheint jetzt stabil zu sein. Der Zorn der Dämonen wurde gezähmt. Ja, aber für wie lange? Die Zeit läuft uns davon. Wir müssen uns endlich Asmodan stellen. Dann werde ich einen Weg über das Schlachtfeld bis zum Ariad-Krater und zu Asmodan finden. Der geht euch durch das Areal. Wie heißt das? Areal. Ja, kann ich mal lesen. Areal-Tor. Areal-Tor. Okay. Fühlt ihr, wie die Bastion erbebt? Das sind Asmodans Belagerungswaffen. Die Rettung dieser Mauern war nur von Bedeutung, wenn sie jetzt nicht doch noch zertrümmert werden. Ich werde Asmodans Ballisten finden und zerstören. Endlich! Der Templer, der kann das wieder kaum erwarten. Das ist endlich. So, wir gucken hier nochmal hin, ob wir irgendwas Nützliches finden können. Zerstören können wir hier nichts. Gut, das finde ich auch ein bisschen Quatsch, wenn man in eigenen Gemäuern alles zerhackt da. Hier ist auch nichts. Gut, dann müssen wir jetzt eigentlich hier oben, ne? Ja. Ne, doch, von hier oben kommen wir gerade. Und Rainer. Wo muss ich... Moment. Das ist da oben. Gut, so ein Blick auf der Minimap sagt schon alles. Das Areal-Tor. Ich habe die Bastion gesichert. Nun muss ich mich dem Kampf auf dem Schlachtfeld unten anschließen, wo Asmodans Kriegsmaschinen warten. Dann schließen wir uns mal an, ne? Eine feste Burg. Gut, hier haben wir auch unseren Speicherpunkt. Oh, ah. Das hätte er leicht daneben gehen können. Gut, ich glaube, wir gehen mal runter lieber hier. Was ist denn mit meinem Templer los? Gut, meine Zombie-Hunde oder mein Zombie-Hund. Ach, ich habe ja alles geändert in die ganzen Zauber. Das ist ja alles wieder ganz neu. Glaubst du, er ist so gut, wie die Leute behaupten? Andernfalls hätte er es wohl nicht so weit gebracht. Noch nicht bereit. Achso, ich kann bis zu 5 kommen, ne? Muss ja mein Koloss immer... Es ist ein gutes Gefühl, wieder auf den Schlachtfeld zu stehen. Den Göttern sei Dank, ihr seid hier. Ihr müsst diese Ballisten zerstören. Sie lassen die Hölle auf uns niedergehen. Wir halten nicht viel länger stand. Gut. Überquert die Brücke von... Korsik. Überquert die Brücke von Korsik. Ja, dann machen wir das doch mal, ne? Das heißt, wir müssen da hinten lang. Ja, okay, dann gehen wir mal hier hin.
jetzt mit meinem Zombie-Hund jetzt hier? So, wir haben neuesten Wissen erlangt und das spiele ich mal eben kurz ab. Auch wenn ich jeden Winkel der großen Bibliothek von Caldeum durchsucht habe, kann ich keine Hinweise auf das wahre Schicksal der Khazra des Blutklans finden. Einige zerfallene Schriftstücke deuteten an, dass sie einen Pakt geschlossen hätten, den legendären geringen Übeln zu dienen. Aber solche Vermutungen sind wohl kaum als echte Wissenschaft zu betrachten, nicht wahr? Ich sag dazu mal jetzt nichts. Wenn ich ehrlich bin, habe ich auch gerade nicht zugehört. Gut, ich viele von Asmodan Teil 4. Diener, meine Brüder im Seelenstein verlieren langsam die Geduld. Ja, ich höre sie sogar hier unten. Ihre Stimmen sind so erbärmlich und schwach, dass sie mich fast schon amüsieren. Und doch sind sie mein Preis, nicht der des Nephalems oder des Mädchens. Dies ist nicht ihre Zeit. Dies ist das Zeitalter der Sünde. Gut, was haben wir denn noch hier Schönes? Oh, ein Heilbrunnen. Das ist ja lieb, dass es die Dämonen dahingestellt haben, diesen Heilbrunnen für uns. Oh. Wir konnten nicht standhalten. Es waren einfach zu viele von ihnen. Ja, ja, die Männer fangen an, die Hoffnung zu verlieren. Die Reihen der Dämonen scheinen endlos. Sie kommen ohne Unterlass, ob Tag oder Nacht. Und egal, wie viele wir von ihnen töten, nichts verlangsamt ihren Vormarsch. Wir brauchen Verstärkung. Wir brauchen Hilfe. Prächtig auf die Mütze! Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich habe gerade mal angefangen zu zaubern hier. Oh. Ah, Boss! Hallo, Boss! Dieser Anblick gefällt mir gar nicht, mein Freund! Ein würdiger Gegner. Da hat er aber auf die Mütze gekriegt, der Boss. Hey, diese Töne sind echt geil. Wie heißt die? Geflügelter Moloch. Ey, du geflügelter Moloch. Boss geht ab. Ja. Ihr kommt zu spät. Wir werden alle sterben. Wer reden kann, kann auch noch kämpfen. Steh auf und kämpf an meiner Seite, du. Wer wird sterben? Tja. Der hat sich schon leicht aufgegeben, glaube ich, ne? So, was haben wir denn hier oben? Ach, eine Truhe. Also gut, dass die Dämonen nicht gierig sind, ne? Ich brauche Mana. Nicht schlecht. So, wo überquert die Brücke von Korsik? Oh, alter Schwede. Verhorscht mich vor York. Ein paar Heuschrecken gefällig. Oh. Gut, hier ist noch ein. Ah ne, hier komme ich ja gerade her. So, gehen wir nochmal in die Mitte. Gucken wir mal, was da Schönes ist.
Rot und. Ah, okay. Ich glaube, da geht es auch hin. Ich meine, ich verballer ja richtig viel Mana. Das ist ja echt Wahnsinn, ne? Ich mache da so eine Attacke an so eine komische Gruppe und schon ist mein Mana leer. Da muss ich, glaube ich, mal irgendetwas tun. Dies ist die Schlacht, für die ich geboren wurde. Ruhig, mein Templer, ruhig. So, erhalten wir mal mehr Erfahrung, das ist immer gut. Waffenständer, die haben keine epischen Sachen da. Ich meine, da haben die so viele Verzauberer und das ist irgendein... Achso, wir müssen nach unten, glaube ich, hier, ne? Komme ich auch hier nach unten? Das sieht so aus. So. Mal schneller ein bisschen laufen hier, damit wir noch ein bisschen unsere Sightseeing-Tour hier ein bisschen ausbreiten können. Hier ist noch ein toter Gardist. Ah, okay. Und der hat auch noch was geil. Der hat irgendwas mit Todesqualen da gehabt. Gucken wir uns aber mal nachher mal an. Weil wir sind nicht zum Gucken hier, sondern wir sind hier zum Kämpfen, ne? Was haben wir noch Schönes hier? Denn ist das jetzt hier die Brücke? Das ist doch nicht die Brücke gewesen, nein. Oh. Das sind ja auch endlich mal würdige Gegner. Komm, das hier. Ich habe nicht genug Mana. Gut. Ich habe nicht genug Mana. So, wo muss ich denn jetzt hin hier? Ach, das sieht hier nach da hinten aus, ne? Bin ich in der falschen... Nee, Moment, von da bin ich gekommen. Dann ist die Brücke ja... Nee, da oben. Oh, ich bin schon wieder so halb blind hier. Dann hau ich das nämlich gleich... Habt ihr so einen Halbblinden hier gesehen? Vielleicht muss ich meine Uniform ein bisschen anpassen mit den drei schwarzen Punkten. Die Brücke von Korsek. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie jemals sehen würde. Ich bin auch wenig begeistert, die zu sehen. So, was haben wir hier noch Schönes? Alles fackelt und brennt hier. Okay, wunderbar. Das ist wieder so ein neuer Speicherpunkt und ein neues Portal. So, dämonische Ballisten zerstört. Tribuchet zerstört. Ja, endlich kommt da mal was an hier, ne? So, Zeit für meinen Koloss. Und Zeit für den Zombiehund. So, sauber. Aufräumen hier. Ich hoffe, dass jetzt auch mal was Gescheites fallen. Und nicht wieder so ein Krempel, so ein Müll. Lass mich zurück. Es ist zu spät. Nehmt dies. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Hätte ich sowieso nicht mitgenommen, also. Lass mal. Sind die da hinten einfach nur tot umgefallen oder was ist jetzt hier los? Ach ja, hab ich immer mein Koloss raus. So, ein bisschen Mitwirkung hier. Mein Zombiehund auch. Wenn ich nochmal opfern will. Aber wer ist nochmal mit dem Opfern? Ach, dann müssen die zwei drücken. Aber jetzt ist das mal da. Du hast ein schöner. Achso, ich muss ja jetzt meine Aufträge hier erfüllen. Ich bin hier am Rum. Okay, ich habe ja hier noch was zu tun. Da, genau, diese Dinger hier. So, und ja, Scheiße. Mitten ins Herz. Oh, hier ist er fast. Und kaum Loot.
Immer wenn ich hier so Megaschlachten mache, dann bekomme ich immer kaum etwas dafür. Oder sammle ich das sofort auf? So, gehen wir hier nochmal hin. Ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, aber wir zerstören es einfach mal. Achso, das war schon. Und 46 bin ich geworden. Ach guck mal, jetzt sehe ich da unten. Herzlichen Glückwunsch, ich habe Stufe 46 erreicht. Ihr erhaltet eine Stärke, eine Geschicklichkeit, 3 Intelligenz und 2 Vitalität. Dann kann man da auch schon mal erkennen, was für uns wichtig ist. Ne? Also erst Intelligenz, dann Vitalität und dann kommen die anderen Attribute. Okay. Hätte ich vielleicht mal eher drauf achten sollen. Oh, ich bin eingefroren. Herr Gramm, Herr Gramm. Ist das schon tot oder was? Herr Gramm, was machen Sie denn da? Stehen Sie auf. Okay, ich glaube, ich bin hier in der Nähe von diesem komischen Teil, was ich zerstören soll. Das ist halt schön mit ihm, aber eigentlich auch auf dem Becker, muss ich ganz ehrlich sagen. So, nimm doch mal das. Ich brauche mehr Mana. Die Geister holen euch. Aber ich glaube, das ganze Gold, das wird zusammengefasst, weil ich habe eben gerade 570 Gold oder irgendwas gehört. Liebe Freunde, jetzt muss ich noch einmal schnell den Pfeil da hinten folgen und das letzte Teil jetzt hier erledigen. Mal gucken, wie ich da hinkomme. Da wollen wir auf jeden Fall einen Koloss zu. Definitiv. Ich brauche Mann. Ich brauche meine Belagerungswaffen nicht, um euch zu töten. Seid von meinen Armeen umzingelt. Ja, 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 ja. Sie werden euch zerquetschen. Ja, na klar. Das würde ich jetzt auch so sagen. Ihr konntet mich nicht auf den Mauern der Bastion besiegen und eure Belagerungswaffen liegen zerschmettert auf dem Schlachtfeld. Jetzt hole ich euch, Asmodan. Ja, Asmodan, da sagst du nichts mehr, wa? So, findet den Rakis Übergang. Rakis Übergang, das hört sich irgendwie so ein bisschen an wie. Ne? Ihr wisst schon. Rakis. Wo ist denn der Übergang? Ist das der Übergang? Ne, das ist kein Übergang. Ah! Nein, da kommt. Mit meinem Gold. Alter Schwede. Aber wenn man einen Tick wartet immer, dann macht er das Portal auf und dann darf man das Portal aber allerdings nicht zerstören. Nicht schlecht. Hier diese
blöden Bebenmonster hier kaputt. So, ich würde einfach vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal in die Höhle des Frosts, Ebene Nummer 1. Und damit beende ich auch die Folge. Was sich in dieser Höhle befindet, das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ciao.